Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich bin Zylote1986, Spielebegleiter, Spieleführer oder Sektenanführer. Nein, ist egal. Vergesst, was ich zuletzt gesagt habe. Ja, es ist jetzt das zweite Mal, dass ich diese Aufnahme starte. Beim ersten Mal habe ich etwas gepennt. Ich hatte nämlich mein Mikro überm Kopf und nicht vorm Mund. Aufnahme im Arsch. Neu aufnehmen. Ja, in der letzten Folge sind wir ja auf Tuchanga gelandet und ja, Tuchanga ist ein schöner Planet und wir haben mit Reef geredet. Ihr habt mir verraten, wenn ich ein Mass Effect 1 Spielstand hätte, wo Rex überlebt hätte, dann würde da jetzt Rex sitzen. Habe ich nicht, deswegen reden wir mit Reef. Und wir untersuchen auch erstmal, was denn so alles los ist. Wie viele Mitglieder hat Ihr Clan? Lassen Sie sich von diesem Grenzlager nicht täuschen. Wir sind viele. Der Großteil unserer Streitkräfte ist in der Hauptsiedlung. Die Frauen haben ihren eigenen Clan. All das werden Sie nicht zu sehen bekommen. Ja, ich glaube, ich habe noch nie eine Kroganerin gesehen. Das werden Sie auch nie. Sie haben eigene Lager mit eigenen Wachen. Momentan befindet sich ein Abgesandter der Frauen im Lager. Er heißt Nattorf. Er kann entscheiden, ob er Ihnen etwas über die Frauen erzählt. Es wäre schon sehr interessant zu wissen, wie so eine Frau aussieht. Und wo ich auch gerade Rex erwähnt habe, da können wir ihn nachher fragen, was denn los ist mit ihm. Sie waren der Blutsbruder von Rex. Konnten Sie sich nicht einigen, wer die Führung übernimmt? Uns hat dieselbe Mutter geboren. Allerdings lagen 10 Jahre dazwischen. Rex wollte die Clans einigen. Er wollte mit der Tradition brechen, um unsere Spezies zu stabilisieren. Er war ein Narr. Die Kroganer können nur stärker werden, wenn wir die Schwachen in der Schlacht ausmerzen. Er hätte uns so weich gemacht wie die Asari. Okay, Tuchanga, was warum Sie Planet? Alle unterirdisch? Ist die Oberfläche so unwirklich? Das Miteinander von Tuchanga und den Kroganern ist ein ständiger Krieg. Der Planet hasst uns und wir hassen ihn auch. Dann sucht euch einen anderen. Finden Sie es selbst raus. Trotzen Sie dem unfruchtbaren, vom Krieg gezeichneten Ödland und entdecken Sie die Welt, die die Kroganer so stark gemacht hat, dass sie sogar der Galaxie drohen können. Wir suchen einen Salarianer. Ich habe gehört, das Bloodpack hätte einen Salarianer hierher gebracht. Wissen Sie etwas darüber? Bloodpack? Ich kümmere mich nicht um die Söldnertrupps. Vielleicht weiß mein Kundschafter-Commander mehr darüber. Ob er allerdings mit ihnen spricht, bleibt ihm überlassen. Okay, aber wir sind ja eigentlich hier, um wegen Grunt zu fragen. Und deswegen habe ich auch Grunt jetzt mitgenommen. Das habe ich in der letzten Aufnahme auch erklärt, warum und erledigt. Und ja, ja, ist egal. Grunt ist jetzt mit bei uns dabei. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Dieser Kroganer riecht wie ein Jugendlicher. Wurde sein Clan vernichtet, bevor er gelernt hat, wie man lebt? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Chiaga, Turk, Brent, Viol. Sie sind das Resultat einer Spritze und nicht dafür gemacht, Tuchanka zu betreten. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Sie sind ein Produkt von Okir? Er wird überall gehasst? Er ist tot. Schade. Hass ist etwas Gutes. Mit großer Wirkung. Ja, und was ist jetzt mit ihm? Könntest du mir das auch erklären? Weil ich bin nur ein dummer Mensch. Hallo? Das ist ja alles sehr interessant, aber ich brauche Grunt voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, es ist also eine Pilgerreise? Nichts derart Schwaches. Er wird erwachsen und muss sich dem Initiationsritus stellen. Pah, ich werde das nicht zulassen. Sie riskieren ihren Status, Reef. Ihren ganzen Clan. Könntet ihr auch mal mit mir reden? Ich Wollen muss das auch Sie verstehen. Erdnut Grunt werden? Was muss er denn dafür machen? Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Das wird der Schamane erklären. Entweder schafft es Grunt, oder er stirbt. Genau wie wir alle. Okay, ein Klon wird aufgenommen. Sie würden einem geklonten Kroganer gestatten, sich dem Ödnot-Clan anzuschließen?
Nein, das würde ich nicht. Aber Warlord Okir ist weithin bekannt. Mit Grunt gewinnen wir möglicherweise einen Einfluss. Der Ördner-Clan wird nicht immer an der Spitze stehen. Teile unseres Volkes werden unsichtbar geworden. Akzeptieren. Wir müssen abwarten, wie sich Grunt beim Ritus schlägt. Ich habe ihn eben gerade weggenießt. Es tut mir leid, Leute, das wollte ich nicht. Und was ist, wenn er es nicht tut? Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn sein Clan vernichtet ist, darf ihn ohne den Ritus jeder töten. Ich würde nicht empfehlen, den Ritus noch länger hinauszuzögern. Der Ritus sichert nur die Clan-Zugehörigkeit. Für seine Stimmungen gibt es kein Heilmittel. Er ist ein Kroganer. Es ist seine Entscheidung. Es ist seine Entscheidung. Na, Grunty, was hältst du davon? Möchtest du dazugehören? Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Dann reden Sie mit dem Schamanen. Er ist hier im Lager. Bereiten Sie sich vor. Und Sie auch, Shepard. Grunt gehört zu Ihrer Crew. Sie sind ein Teil dieser Sache. Na toll. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Okay, in der Aufnahme, die ja nichts geworden ist, habe ich euch noch ein nettes Gimmick gezeigt. Das werde ich jetzt auch noch kurz zeigen. Und zwar hat mir jemand verraten, wenn ich hier erstmal mit dem jungen Herrn da rede, mit dem Reg. Grüße, Mensch. Mein Name ist Raj. Sehen Sie sich doch mal meine Waren an. Dann habe ich die Möglichkeit, Fleisch zu kaufen, und dieses Fleisch kann ich seinem Tier geben, und dann passiert etwas Schönes. Ich weiß mittlerweile, was passiert, und ich finde es wirklich klasse. Ich hoffe, das bleibt auch für immer so. Deswegen zeige ich es euch jetzt einfach. Also, erstmal fragen wir ihn jetzt natürlich ein bisschen aus, ist ja normal. Jeder, mit dem ich rede, findet es furchtbar, dass Aliens bei den Ördner sind, außer Ihnen. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, zahlende Kunden zu verprellen. Ich mache genug Außenweltgeschäfte, um zu wissen, dass Aliens wie Sie mehr Credits haben als die Leute hier. Was verkaufen Sie? Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke, die für Menschen giftig sind. Grünkohl ist hier sehr beliebt. Aber spielen Sie nicht den Harten. Es würde Sie innerlich zerreißen. Er macht keine Witze. Von Grünkohl kriegen Aliens die totale Mattscheibe. Außerdem habe ich noch Waffen, Altmetall und Nahrungsmittel. Sofern die Pijacks sie nicht gestohlen haben. Viel ist nicht übrig. Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Gut, in der nächsten Folge erfahrt ihr, was Pijacks sind, oder wie der dumme Shepard ausspricht, Pijacks. Wir spielen eine Runde Morhun. Ihr habt richtig gehört, Morhun in Mass Effect 2. Wir holen uns einen Rabatt. Und dann zeige ich euch das Gimmick. Und ich bin Hello 1986 und wir spielen Morhun 2. Bis gleich!